Vielen Dank für die Einladung. Nochmal. Ja, wenn ich sehe, dass Herr Rira hier gleich wieder mit seiner Kreditkarte rumwirbelt. Ach, meine Mutter hat das schon vor Jahren gesagt, hä? Du kannst nicht attraktiv und gleichzeitig intelligent sein, denn du kommst aus dem Haus Herrera. Hat sie gerade gesagt, nein, wir haben Bohnenkaffee auf die Frage? Ich habe extra einen Schluck Kaffee genommen, als die Frage war. Die Frage war, ist das eine Siebträgermaschine? Nein, das ist Bohnenkaffee. Wer weiß aber, was sie verstanden hat. Also sie ist wirklich nicht so ausgesprochen attraktiv. Ach, wundervoll. Ja, mein Gott. Es ist halt, es. Gott hat den Menschen erschaffen. Und irgendwo gibt es halt eine. Irgendwo gibt es halt eine Maximalvorgabe von unterschiedlichen Punkten bei unterschiedlichen Attributen. Und wenn man halt schon aussieht wie eine 8 von 10 möglichen Punkten, dann kann man halt nicht so schlau sein wie Einstein, ne? Da muss man auch Abstriche machen. Genau das ist ja das, was ich mit meiner Metapher mit meiner Mutter wollte sagen. Schmeckt aber wirklich gut, der Kaffee. Also das ist kein Inzestkaffee. Was bitte? Ja, diese Pulverkaffee. Das ist Instant-Kaffee, Instant. Rira. Oh Gott. Du kannst das nicht Inzest-Kaffee nennen. Inzest heißt das, wenn deine Mutter dir mal schön deine Palme wedelt, ey. Oh Gott. Moment, wie heißt das genau, diese Kaffee? Instant. 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 Oh Gott, ich muss mir aufschreiben, ey. Mhm. Bin euch übrigens sehr dankbar, dass ihr mir helft mit dieser verdammten Sprache. Ja? Hab das bitte über die Schwimmflügel, das ist wichtiger. Über die Schwimmflügel? Mhm. Instant. Okay, perfekt. Oh Gott. Leckere Käffchen. Oh, hier ist aber der Kuchen. Inzestkaffee, ach du Scheiße. Gut, dass ihr mich aufgeklärt habt, bevor ich hätte bei ihr sowas bestellt. Lavakuchen, der ist noch warm. Hättest du gesagt, dass es nur Bohnenkaffee gibt? Ich mache kurz ein Bild für Breeden. Aber nicht mehr von meinem, der ist schon fast weg. Ich schaffe den nicht ganz, Käffchen. Der ist zu mächtig. 21.30 Uhr, Käffchen, was soll der Geiz? Mhm. So. Doch, das ist eindeutig aus Siebträgermaschine. Eine interessante Säure. Der hat noch schöne Ölaugen drauf auf dem Kaffee. Gute Bohne, gute Bohne. Oh, der Kuchen war, der war aber mächtig. Boah, ich platze jetzt gleich, ich muss gleich immer nach Hause. Dass ich aber morgen einen Tag frei habe, ich schon gesagt, ne? Sehr gut. Ja, die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Ist gerade ein bisschen ruhiger, aber ich denke mal, ab Donnerstag, Freitag werde ich richtig losgehen. Dann kommen noch die Containerschiffe an. Oh. Oh. Auf einmal schon runter, mir ist gerade wirklich sehr warm. Ja, ich will auch meine rauchen gehen. Ich habe nur eine Zigarre dabei. Ich gönne mir eine Beefy. Na voll. Oh, ist das hell hier unten einfach. Oh. Kein Wunder, dass die Scheiben getönt haben nach außen. Aha. Das ist unglaublich. Oh. Also die Autos passen hier überhaupt nicht hin. In dieses elegant. Bob, warum pustet ihr das in meine Richtung? Ich puste nicht, das. Der Rauch, der schmiegt sich einfach an deinen Körper. Oh. Obwohl, als ich war im Puff, habe ich auch eine Zigarre gehabt. Aha. Ich sage immer Puff, das ist kein Puff, das ist ein Tanzlokal. Also die Fahrzeuge hier sind auf jeden Fall merkwürdig. Die passen ja nicht hier rein. Aha.
Also ich fand auch den Trainer ein bisschen merkwürdig. Die sind alle ein bisschen merwürdig, besonders die eine, die nicht weiß, was eine Siebträgermaschine ist. Ja, aber die war wenigstens nicht voll tätowiert. Doch, der hat auch einen tätowierten Arm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es man ist, wenn man nicht tätowiert ist, hier in der Unterzahl. Also grundsätzlich fällt man mehr auf, wenn man nicht tätowiert ist. Mhm. Okay, Fragerunde, um uns besser kennenzulernen. Claire, bist du tätowiert? Wenn ja, wo? Nein. Manfredo, bist du tätowiert? Wenn ja, wo? Nein. Sehr gut. Oh, ich weiß nicht, ob ich die Gegenfrage stellen will. Herrera, wo bist du tätowiert? Ich bin nicht tätowiert. Wo würdet ihr euch tätowieren, wenn ihr euch tätowieren würdet? Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, die letzten Tage. Oh Gott. Pass auf, wir machen jetzt was ab. Mhm. Die Business läuft ja gut, okay? Ja. Die Firma blüht. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob das wäre eine schöne Tattoo für Claire, deshalb ich sage erstmal nur an Manfredo. Wir werden kein Schwarzwasser-Tattoo machen. No, Schwarzwasser-Tattoo, ich bitte dich. Ich wollte mir ganz gut The Gate auf den Rücken machen. Solange das nicht über die Hüfte machst, The Gate mit dem Pfeil nach unten? No, jetzt hast du die Situation zerstört. Ich habe die Situation gar nicht zerstört. Du hast The Gate. Du hast es gesagt. Also würdest du dich tätowieren lassen, Manfredo? Nee, warum? Würdest du dich tätowieren lassen, Claire? Nein, aber ich finde, bei Frauen gibt es einen Platz, wo es gut aussieht. Und das ist unter der Schuhsohle oder was? Nein. Das ist ein bisschen speziell, aber wenn es richtig gut gemacht ist, so ein Unterbrust-Tattoo. Was ist denn ein Unterbrust-Tattoo? Es ist unter der Brust. Unterm Busen. Und dann ein Bild oder eine Schriftdruck? Nein, das ist so ein paar Tribals. Naja, Tribals müssen es jetzt nicht sein. So ein Arschgeweih. Nein. Das ist eigentlich Arschgeweih bloß ohne Arsch. Und unter der Brust. Ein Brustgeweih. Ist das schon wieder so verbreitet? Ich habe doch keine Ahnung davon, aber ich habe das mal gesehen. Das fand ich ganz ästhetisch. Also die Tänzerin, die ich habe mir bestellt am Samstag, die war auch komplett tätowiert, aber wirklich sehr ästhetisch. Ja? Die Tänzerin also. Ja, hast du das Chlorimul jetzt mittlerweile ausprobiert? Oder? Costa Quanta? 1500, glaube ich. Ich kann dir aber nicht sagen, wie lange das hat gedauert. Sie war so bezaubert, sie hat in Zeitlupe getanzt. Ja? Ich dachte, du bist ohnmächtig geworden. No. Bezauberndes Mädchen. Okay, andere Thema. Mhm. Wir lassen uns tätowieren, okay? Auf keinen Fall. Wir lassen uns nicht tätowieren. Wir haben doch gerade gesagt, doch. Wir wollen uns nicht tätowieren lassen. Wir machen das. Wir machen das jetzt, aber wir werden uns an einem bestimmten Tag, zu einem bestimmten Zeitpunkt, werden wir uns tätowieren lassen. Und ich sage dir, welcher Tag das wird sein. Ja. Ihr könntet auch ein bisschen mehr Interesse zeigen. Jetzt, okay. Welcher Tag wird es denn sein? Aus, wie lange es dauert, okay. Bis ich sterbe. Wenn der Tag kommt, dass wir haben auf unsere private Konto $1 Million. US-Dollar. Dann lassen wir uns auf die Brust das Wort Rich tätowieren. Hä? Keine Ahnung, wie viel auf meinem Konto eigentlich ist. Moment. Ich glaube, das sind bei mir nur noch $900,000 weg und deswegen nein. Das ist zu nah dran. Das ist zu nah dran. Können wir machen. Bei mir dauert das noch. Nein, das geht ja für alle. So, wenn ich irgendwann habe auf der Brust Rich stehen, dann wisst ihr Bescheid. Hä? Ja, du wirst sie doch nicht auf der Brust einfach Rich tätowieren. Warum solltest du das machen? Warum nicht? Das ist genauso wie... Überleg mal, du schmeißt dich am Wochenende in so billige Klamotten, ne? Bisschen schlupperig, bisschen dies, bisschen das. Du lernst eine Frau kennen, man lernt sich so ein bisschen näher kennen, tauscht ein bisschen aus und sie verliebt sich in deinen Charakter. Du nimmst die Frau mit nach Hause, dann kommt ein bisschen Tektemektel, ein bisschen rumgeknutzt, ja? Und dann reißt sie dir den T-Shirt vom Leib und dann sieht sie nur diese Ritz und dann... Ja, dann sieht sie Ritz in Comic Sans. Super. Weißt du, die reale Geschichte ist so,
Du verliebst dich vielleicht vorher in sie, dann ziehst du dich aus, sie sieht deine Brust und dann verliebt sie sich auch in dich, weil du nämlich alt genug bist, dass sie sich ausrechnen kann, wann du stirbst. Ja, aber deshalb auch dieser Deck der Mächtel vorher, weißt du? Das macht keinen Sinn. Aber okay, wenn du das machen willst, mach das gerne. Ich finde, Tätowierungen werden grundsätzlich viel zu inflationär benutzt. Das sollte schon eine Bedeutung haben. Ja, natürlich. Siehst du, hast du den Kellner gesehen? Der hatte sogar tätowierte Handoberflächen. Wir sollten das tun, jedes Mal, wenn wir etwas... Also wenn wir das in Erwägung ziehen, sollten wir es tun, wenn etwas richtig Ernsthaftes passiert ist. Ja, und in der Zwischenzeit sollten wir alle, die inflationell tätowiert sind, anspucken. Ich meine, nein, ich meine richtig ernsthaft, Herrera. So ernst wie eine Träne unterm Auge, wenn man im Knast war? Nee, nicht, wenn man im Knast war, sondern wenn man was erledigt hat. Hm. Ja, finde ich gut, bin ich dabei. Ich finde Rich gut. Oh Gott. Ich werde mir auf keinen Fall Rich auf die Brust tätowieren, ist das klar? Als ob du dann eine Wahl hast, wenn das so wäre. Natürlich habe ich eine Wahl. Vielleicht? Wir werden dich festhalten. Wie wollt mich festhalten? Ich bin der glibberige Lensch. Ich habe was überlegt. Ich habe was überlegt. Und erzählt mir mal bitte, ob das zu. Sag mir mal bitte eine ehrliche Meinung. Ich habe überlegt, meinen Namen umzuändern. Wenn wir die ganze Serverinfrastruktur aufgebaut haben. In lensch.com. Geht das so einfach? Weiß ich nicht. Ich habe mir auf jeden Fall überlegt. Ja, mach doch lieber lensch.ls. Nein, ich denke lensch.com, das ist internationaler, das ist anerkannter. Lensch.com. Hey. Ja. Servus zusammen. Hallo. Abend. Nein. Aber dann nur, wenn du den Vornamen machst, fest in Manfredo. Nee, ich bin dann einfach lensch.com. Oder manfredo.com. So wie Chair. So ein Rufname, Shakira. Lensch.com. Lensch.com. Hm. Aber dann mit Rich Tattoo auf der Brust. Ich bleib einfach bei Lensch. Wirklich. Weder Manfredo noch Lensch.com. Na gut. Hey, was hast du jetzt gegen Manfredo? Ich muss sagen, ich habe auch was gegen Manfredo. Du hast was gegen Manfredo. Du bist Manfredo, oh, wie du leib lebst. Ich habe mir das aber nicht ausgesucht. Nee, das hab ich nicht ausgesucht. Genauso wie das Tattoo. Ja, aber du hast dir ausgesucht, Breeden beizubringen, dass Pendejo eine Begrüßung ist. Ja, okay, das muss ich irgendwie wieder clustern, ne? Wenn der irgendwann mal entführt wird von einer mexikanischen Gang oder von so einer kolumbianischen, dann weil er die zu Pendejo begrüßt hat. Ey, ja, meine Pendejos! Das habe ich ihm hoffentlich schon beigebracht, dass er das nicht zu anderen Latinos sagen, weil das nicht bedeutet, dass man direkt Freunde ist. Ja, das ist wie Kramers Imitation eines Polen. Was ist aus Kramer geworden? Den habe ich letztens gesehen, dass er Fußball hat. Der hat gestern Fußball gespielt. Da. Ja. Okay. Ich habe den Samstag gesehen, der sah aus wie ein Obdachlose. Ja, das ist... Vielleicht verliert er die Kontrolle. Eigentlich sollte er bei der Polizei arbeiten. Der arbeitet doch bei der Polizei. Nee, der arbeitet nicht. Nein. Nein? Nein. Hä? Nein. Der hatte aber tatsächlich ein Vorstellungsgespräch und das sollte sehr... Nee, er hat mich angerufen und er hat gesagt, dass er das nicht gemacht hat. Oder dass er denen irgendwie eine E-Mail geschrieben hat und dort abgesagt hat. Und dass er jetzt irgendwie... Ja. Die Zeit ist reif oder er will sich nichts mehr gefallen lassen. Irgendwie so. Und ein Tag später habe ich ihn bei Hornets gesehen. Er will sich nichts mehr gefallen lassen? Ja. Was hat er sich denn gefallen lassen? Also er hat mir auf jeden Fall angeboten, falls ich mal irgendjemanden brauche, um ihn zusammenzuschlagen, ist er mein Mann. Wie, er will sich selber zusammenschlagen? Nein. Würde jemanden. Ich weiß doch auch nicht, was los ist. Er hat doch maximal eine Woche da gearbeitet, oder? Der hat gar nicht dort gearbeitet. Der war ein paar Tage nicht da. Der hat mich angerufen, nachdem er wieder da war. Also ich weiß, dass er... Er hatte eine Bewerbung dort, das hat er mir auch gesagt an dem Abend und dann war er ein paar Tage nicht da. Und jetzt habe ich ihn, wie gesagt, bei Hornies gesehen. Ob der dort nun fest arbeitet oder nicht, weiß ich nicht. Aber dann habe ich das am Samstag doch richtig gehört, dass er hatte Pfandflaschen in seiner Cargohose. Ich rufe mal Braden an.
Green geht nicht ran. Können wir zum Hornys Burger kurz fahren? Mhm. Hat er gesagt, er ist beim Hornys Burger. Lass uns machen. Claire? Mhm. Würdest du dir das Wort Rich als Unterbrust tätowieren lassen? Auf gar keinen Fall. Also, vielleicht wenn ich 60 bin und das so nötig habe. Das ist doch überhaupt unnötig, dann fällt das doch allgemein runter. Kommt drauf an, ich habe schon... Nicht mehr zu sehen dann wahrscheinlich. Ja, genau. Oh, ich habe schon welche gesehen, die hatten in dem Alter auch noch... Also bitte. Staffigkeit. Oh, also, wirklich? Wenn ich dann 1 Million Dollar auf dem Konto habe, dann werde ich dafür sorgen, dass sie nicht fallen. Können wir das Thema einfach wechseln? Ha! So. Das ist doch gleich um die Ecke. Ich bin immer noch nicht über das. Man kann 8 von 10 Punkten nur in einem Bereich haben. Weg. Wieso denn? Also, ich muss jetzt leider sagen, die Frau hatte wirklich nicht durch Intellekt begeistert. Stimmt. Also. Na, aber sie hatte schöne Siebträger, hä? Sie hat wahrscheinlich von irgendeinem. Sie hat wahrscheinlich gedacht, du redest von irgendeinem. Wer weiß was. Kleid oder so. Ja. Dein Sportwagen heißt so oder so, keine Ahnung. Willst du nochmal heiraten, Gustavo, irgendwann? Ach, warum nicht, wenn ich irgendwann die richtige finde? Was ist denn hier los? Oh Gott. Ja, hier ist immer richtig was los. Oh nein, Kramer hat sich eine Pfandflasche geschnitten. Oder an einem Brötchen. Gut, das wundert mich nicht. Zur Hölle ist Breeden. Ja, na. Die Rechnung müsste... Wo ist Breeden? Keine Ahnung, er war zuletzt hier, hat er gesagt. Ah, Hobbs ist da. Das war ziemlich witzig. Zieh mal die Mütze ab. Ja. Zieh mal die Mütze ab. Kramer, bist du jetzt? Sehr gut. Hast du Breeden gesehen? Draußen irgendwo, ja. Auf dem Parkplatz, glaube ich. Zieh deine Mütze aus. Nein, was ist denn... Einmal die Mütze ausziehen, Kramer. Was ist denn, was... Ach du Scheiße, Kramer, haben sie eine Midlife-Crisis? Du bist im Gesicht. Ach was? Du Scheiße. Die Frisur war nicht meine Idee. Ist das ein Tattoo unter deinem Auge? Nein, das sieht so aus, angemalt von den Kindern. Warst du im Gefängnis? Hast du dir die Postleitzahl in die Fresse tätowiert? Ich muss los. Scheiße, was passiert hier? Ach du heilige Scheiße, was ist denn los? Was zum... Was zur fucking Hölle? Kein Problem, Bro. Ja, hallo. Also, verrückt bin ich jetzt auch nicht. Nein, nein, alles gut, nein. Nein, Bro, hey, alles gut. Wir lassen heute mal nicht unsere Macht spielen. Auch wenn wir die Söhne vom Herrn Unger sind, ne?
Gut. Nein, 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 Sie verstehen nicht. Wenn wir wollen, machen wir das zu Ihrem Ding. Okay. Hm. Du kannst auch einfach eine Verabredung mit mir haben. Du musst dir nichts ins Gesicht dafür tätowieren. War das Tattoo deine Idee? Können wir bitte nicht über irgendwas an mir reden mehr? Ja, ich meine, Haare wachsen ja nach, ne? Ja, das war aber auch, ja. Besser ist. Kann ich euch sonst was Gutes tun, vielleicht? Trinken? Nee, Kramer, stell dir vor, du hättest eine Million Dollar auf dem Konto. Würdest du dir das Wort Rich auf die Brust tätowieren? Würde er. Für die Million, würde er. Für die Million Dollar? Oder muss ich das machen oder muss ich das nicht? Nein, wenn du hättest. Ja. Also, ja. Nee. Warum? Würdest du nicht machen. Lieber Hass, lauf den Bach. Warum sollte ich mir, wenn ich eine Million Dollar habe, ne Rich tätowieren? Warte mal, lassen? Ist das eine... Ist das ein Aspik? Mhm. Ah je, was habe ich nur getan? Bitte sag mir, dass es abkommt. Ich komme nicht klar. Eieiei. Frau Shakira. Ah, Herr Lenz, einen wunderschönen guten Abend. Grüße Sie. Sagen Sie, was ist hier passiert? Ich habe keine Ahnung. Das ist schon irgendeiner hat sich geprügelt. Ich habe mich umerzählt und ich will doch niemals tätowiert sein. Ja, Frau Shakira, danke. Sagen Sie, wenn Sie 1 Million Dollar hätten, würden Sie sich Get Rich auf die Brust tätowieren? Wie habe ich das denn? Nein, natürlich nicht. Mein Körper ist frei. Senora, nett, Ihre Bekanntschaft zu machen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Buenos tardes. Buenos tardes. Das ist natürlich für mich jetzt gerade wirklich eine schöne... Noch zwei. Eine schöne Sache, dass ich endlich mal jemanden aus Lateinamerika kennenlerne. Ansonsten, ich treffe nur Deutsche. Das ist auch ein deutsch-kolonisierter Staat, ne? Wir sind viele deutsche Auswanderer. Ich habe mich auch immer alleine gefühlt. Na, gehört zum Königreich Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, Lostantos. Mm, ja. Mecklenburg-Vorpommern, ja, sie. Wir hatten noch mal ein Finanzamt. Aber viele Südamerikaner. Oh, das ist sie. Wir sind der Erste, den ich treffe, glaube ich. Wo kommen Sie denn? Aus Kolumbien, Bogota. Die Kolumbianer. Ich komme aus Venezuela. Ach, Venezuela. Ja, Venezuela. Oh, auch eine schöne Natur da. Was geht ab, ihr Verbrecher? Hey, Cooper. Cooper. Hey, Cooper. Hey. Claire, hast du wieder um dich geschlagen? Ja, Cooper, nein. Sag mal, hast du Breeden gesehen? Breeden? Ja. Nee, von den habe ich länger. Doch, gestern habe ich den gesehen. Ah, der Herr Breeden, der stand gerade da vorne bei Gottfried. Der ist aber jetzt mal kurz auf Toilette gegangen. Oh, okay. Hast du Kramer gesehen die letzten Tage? Ja, ich soll mir mal meinen Burger einen schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Mach's gut. Adios, Senor. Der arbeitet doch jetzt auch hier, oder? Kramer hat ein neues Spitzname. Was denn? Ich habe ihm jetzt gerade einen Spitzname gegeben, Peak ganz spontan. No, Kramer in Aspik. Ist euch das also auch aufgefallen, ja? Das ist echt gut. Oh nein. Oder? Oh endlich nein. War was ist gut. Kramer in Aspik. Was ist Aspik? Ich verstehe das nicht. Etwas mit Life Crisis. Ob man das auch bestellen kann hier? Ich hätte gern etwas in Aspik. Kramer. Soll ich mal fragen? Nee, das okay, pass auf, wenn wir das nächste Mal kommen. Hab ich schon. Kramer, ich hätte doch noch gerne eine Bestellung. Ja, bitte. Pommes. Ein paar Pommes. Hm. Und hallo, ein Burger. Aber können Sie mir das Patty in Aspik einlegen? Ja, ein Burger, bitte. Ich mach, guck mal. Na, hallo. Oh Gott.
Das war's wert. Das war's wert. Der Arme. Ja. Hast du jetzt wirklich was zu essen bestellt? Ja, ja. Die Pommes und einen Burger und das Peak. Ja. Ja. Aber das wäre doch ein geiler Gangstername, Straßenname, ne? Wenn kein irgendwann vergessen, die Vikram er wirklich heißt, und dann sagen sie, oh, das ist Aspik. Dem gehört hier die ganze Straße. Ja. Aber ich hab, das ist mir auch aufgefallen, ja. Aber das hat Eindruck geschindet bei unseren Gegners gestern. Ach, beim Fußballmatch? Ja. Ihr habt gewonnen, 3-2 habe ich gehört, mit Elfmeterschießen. Das ist richtig. Und herzlichen Glückwunsch. Ich habe gehalten. Wie eine Katze bin ich da rumgesprungen. Ich bin gegangen nach der Massenschlägerei. Ja, das, also, ja. Einmal. Ja, das passiert. Das ist halt Fußball, ne? Da wird mehr gesoffen, als der Ball getreten. Beim Elfmeterschießen, das war auch voll cool. Da haben zwei Leute voll verschossen. Warum nicht? Also, Blin war jetzt mein Superfan, der hat auch mein Trikot mit nach Hause genommen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ohne andere zu beleidigen, aber ich fand das schon ganz schön asozial. Vorsicht, heiß und fettig. Oh ja, lecker. Asozial? Findest du es echt? Das ist ein alten Herrenspiel. Ja, aber das war ganz schön viel Alkohol, muss man schon sagen. Ja, sieh. Ja, das war für mich auch neu. Das stimmt. Einmal die Pommes. Kupi, komm mal bitte. Ah. Ja. So. Und der Lecks. So, ja, oder so. Ja, alles gut, ich möchte mir Essen geben. Das Patty in Pickform geschnitten? Bitteschön. Wundervoll. Ja. Was kriegst du dafür? Das sind, Moment, das sind $35. Okay, hier, nimm, passt so. Danke, sehr nett. Jetzt kann ich mir endlich ein neues Tattoo finanzieren. War ein Scherz, mach ich nicht. Wird's eine Rose oder so? Nee, ich habe über die Postleitzahl nachgedacht. Postleitzahl. Scheiße. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ne? Ja, wir müssen das mal weg. Genau, bis wir fahren dann jetzt auch los, ne? Ja, ciao, Kaka. Okay, sehr gut. Keine Ahnung, wo Braden ist. Oh, da ist Braden. Da draußen auf dem Parkplatz. Was? Wo? Auf dem Parkplatz. Ich glaube, wir haben da drüben geparkt, oder? Ja. Ja, auf der anderen Seite. Ja, sie, auf der anderen Seite. Da. Ja, so ist das, ne? Ich rufe mal kurz ihn an und frage mal, ob alles okay ist. Moment, ich bin hier. Also, wir diskutieren eben noch über Rich auf der Brust und da hat einer scheiß Aspik in die Fresse, hä? Unglaublich. Ja? Alles okay bei dir? Ja, alles in Ordnung. Hier ist gerade ziemlich viel los. Polizei ist hier, Schlägereien. Ich bin kurz davor, einiges an Geld zu bekommen. Alles klar, gut. Dann, ist einiges an Geld zu bekommen, ist übrigens nutzlos, wenn es nicht alles ist, ne? Es sind 20.000. Es ist trotzdem nutzlos, ohne alles. Ganz oder gar nicht. Okay, pass auf. Bist du dir sicher, dass die Bank das auch so sieht? Ja, hundertprozentig. Okay. Ich habe extra nachgefragt. Okay. Dann werde ich gleich gehen, dann ist meine Mühe hier umsonst. Die werden wahrscheinlich, also hier sind Freunde davon da, der erzählt das rum und der will halt dann, beziehungsweise die Freunde wollen dann wahrscheinlich ein psychotherapeutisches Gutachten machen oder so, weil der ja nicht in der Lage ist, einen Vertrag zu verstehen, etc., etc. Okay, das klingt jetzt ziemlich bescheuert, ehrlich gesagt, aber... Ja. Ja, gut, wir stehen hier vorne, wenn du mitfahren willst. Ich habe ein Auto hier, ich werde wahrscheinlich noch 10 Minuten brauchen. Alles klar, gut. Okay. Ja, bis dann. Bis gleich. Ja, jetzt wollen die ein psychologisches Gutachten für den machen. Ach du meine Güte. Okay. Wer soll denn da ein psychologisches Gutachten machen? Venezuela.
liegt quasi genau neben Kolumbien. Ja. Ja, ich wusste jetzt nicht genau, was es ist, aber es war eine Nähe, ja. Warum hat sie so gegrunzt, als ich sagte, ich bin Kolumbianer? Gegrunzt? Ja, sie hat gesagt, oh, Kolumbianer. Weiß ich nicht, genau, ich hab das nicht wahrgenommen. Hast du das gehört, Claire? Nein. Sie hat mich angegrunzt. Ich habe kein Grunzen gehört. Was hast du denn eingebildet? Wolltest du, dass sie dich angrunzt, oder? Sie hat mich angegrunzt. Ja, dich hat niemand angegrunzt. Sie hat mich angegrunzt, aber ich werde garantiert nicht fragen, entschuldigen Sie, Senora, vielleicht, Gangster-Bossin, haben Sie mich angegrunzt. Ja. Hättest du jetzt mal Rich auf deiner Brust stehen gehabt? Ja, aber nachdem ich habe Kramer gesagt, ist mir sogar das Rich auf der Brust vergangen. Also Kramer ist ja wohl die Höhe. Der hat ja komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber die Frisur fand ich gar nicht so scheiße. Also ich muss sagen, also der trägt doch nicht umsonst einen Cap. Aber er war doch immer so ein ordentlicher. Eine Kinderfrisur machen. Ordentlich. Ui. Mein Auto. Was denn damit? Du wirst was gegengefahren. Ich habe die komplette Kontrolle über dieses Monster. Ja, im Gegensatz zu Kramer. Der hat kaum die Kontrolle über seinen Körper. Gar keine Kontrolle mehr. Ach du meine Güte. Da habe ich aber ein bisschen Mitleid mit Kramer, hä? Wieso? Aber ich fand witzig. Ich fand witzig, als ob sagte, das ist einer von uns. Ach du Scheiße. Ich wurde gestern übrigens angehalten, Herrera. Wegen dem Auto. Von? Oh, und? Wie viel musstest du blechen? Nichts, weil ich die Polizei gefragt habe, wo ich den Katalysator und die Zündkerzen reinbauen lassen soll. Weil ich kein anderes Auto habe und ich nicht ganz verstehe, wie ich das jetzt machen soll. Und dann haben sie gesagt, ja, ich glaube, der hat einfach gar keinen Bock drauf. Ja? Nee, keiner. Er hat kein Interesse dran. Aber ist doch verständlich. Ich weiß nicht, was denen da, ob die da irgendwie, keine Ahnung, Kokain ziehen oder weiß ich doch nicht. Ja, halb so wild. Naja. Ich gehe ins Bett. Ja, wir sehen uns. Wir sehen uns Donnerstag in alter Frische. Donnerstag, beziehungsweise morgen, ja? Jawohl. Mitchell, bis morgen. Bis morgen. Alter, das Ding ist so eine Waffe.
Ja, Mitchell, wir sollen nicht schlafen gehen. Herrera ruft gleich nochmal an. Der holt sich nur gerade schnell einen neuen Akku. Okay, alles klar. Wir haben nämlich ein Problem mit den Autos. Wir haben ein Problem mit den Autos? Ja, Ronaldo hat die 03 den Schlüssel dafür genommen, hat den irgendwo hingeparkt und ich weiß nicht, wie der hier unten heißt. Aber der meinte nix. Vielleicht spielt die Stadtverwaltung irgendwie gerade an den Systemen rum? Ich weiß es nicht genau, aber da ist Gustavo wieder. Ich leg mal auf, dass er anrufen kann. Genau. Breeden, was gibt's? Lenz, der Shakira ist hier. Ich weiß, ich habe schon mit ihm gesprochen. Okay, ich brauch... Okay, was hat er gesagt? Nichts eigentlich. Also die machen mir die ganze Zeit Gegenangebote. Ja, du kannst kein Gegenangebot annehmen. Du bist nicht der Auftraggeber. Das habe ich auch gesagt. Also, du kannst ja sagen, dass du nochmal mit denen zurücksprichst und morgen dann nochmal sagst, aber... Du kannst kein Gegenangebot annehmen. Ja, der meinte, der ruft dich an und klärt was mit dir. Wenn du mir nichts weiter sagst, dann werde ich jetzt hier einfach abhauen und mit der Bank telefonieren und die updaten. Alles. Ja, warte mal, wir machen das morgen. Alles klar. Wir reden da morgen drüber. Okay. Alles klar, bis dann. Bis dann. Herrera, was gibt's? Merci, wo bist du? Bei mir zu Hause. Komm mal auf die Auffahrt, ich hol dich ab. Bis gleich. Bis gleich. Was ist los? Steck ein. Kannst du eine Sache morgen klären? Ja. Ich habe mit Claire gesprochen, die hat vorhin mit Briden den Raiden mit dem Kennzeichen 03 gehabt. Und sie hat versehentlich den Schlüssel an Ronaldo gegeben und der hat das anscheinend schon direkt ins Ausland befördert. Hä? Oh nein, nicht in die öffentliche Garage.
Ja, Schiff, vielleicht kannst du Mullah irgendwie anrufen und sagen, dass er irgendwie das Containerschiff, bevor er das wirklich das Land verlässt, noch irgendwie aufholt. Ja, das ist kein Problem. Mir ist das auch schon mal passiert. Ja, ja, Schiff. Und ich bin dann zu dem anderen Garagenwärter gegangen, hier zum Kollegen, und er sagte, da müssen wir gleich sprechen. Wir fahren erstmal kurz zum Tätowierer und dann zeige ich dir noch was. Was zum Tätowierer? Was zur? Dir ist eigentlich schon klar, dass ich gerade schlafen gehen wollte. Nein, wir lassen uns das Tätowieren. Rich. Herrera, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, tatsächlich will ich gerade ein bisschen verarschen. Der Garagenwärter hat gesagt, er hat hier irgendwie Papiere gekriegt und weiß nicht, was er damit anfangen soll und Dings und bla bla bla, und wir sollen uns mal drum kümmern. Okay. Ah. Komisches Gefühl, mit so einem illegalen stinkenden Auto zu fahren, ne? Naja, ich wurde jetzt schon einmal angehalten, das ist schon... Halben Fuß im Knast, ne? Ja. Strafe habe ich jetzt nicht bekommen. Ich musste nicht mal meinen Führerschein zeigen. Die haben mich komplett vergessen zu kontrollieren. Ja, see. Ich bin bisher immer an die Streifen vorbeigefahren. Ich glaube, die haben einfach keinen Bock auf die Scheiße. Naja, doch, ich bin schon... Naja, was heißt kein Bock? Ich glaube, die werden das schon die ersten paar Mal machen, aber die Erklärung ist halt... Also, die haben mir gesagt, hey, sie fahren da mit einem illegalen Fahrzeug. Und ich sage, ja, ich weiß, es ist schwierig. Ich habe ein Alternativauto, aber es steht auch auf der Liste und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und darum habe ich mich für das Auto entschieden, was halt weniger Schmutz macht, um dem Beschluss entgegenzukommen. Und dann machen die halt nichts. Ja, okay, das macht Sinn, ja. Was für ein Auto hast du denn noch? Einen Benefacto. Das ist doch dieser, der steht auch mit drauf. Was ist das denn? Benefacto, das ist die Schäfter-Sache. Ach, der Chef, der. Ja, ja, die stehen da auch drauf. Ah, see. Ich habe keine Ahnung, was er... Unser Typ, der sich um die Firmenfahrzeuge kümmert, ne, der hat auch einen Kauderwelsch drauf. Ich würde gerne wissen, wo der herkommt. Ja? Also selbst ich habe sehr Schwierigkeiten. Er hat irgendwas gesprochen. Ist das nicht der ohne Zunge? Nee, das ist der im Keller. Den habe ich extra im Keller gestellt. Ah. War doch hier irgendwo, ne? Wo willst du hin? Oder habe ich mich verfahren? Wo willst du denn hin? Ich weiß nicht, wo du hin willst. Da, wo wir vorhin waren. Naja, du musst zurück. Wir sind gerade dran vorbeigefahren. Ach, was hat der denn da, das scheiß Navi? Ich bin ja froh, dass es nicht autonom gefahren ist. Ja, dann müsste ich wieder eine Orange in die Lenkradspeiche stecken, ne? Hier war das, ne? Ja. Oh, muss ich morgen erst mal Auto waschen. Ei, das ist nicht die richtige Strecke für den Pfister. Was wollen wir? Wir waren doch schon hier. Bitte? Wir waren doch schon hier. Aber der andere hat irgendwie was gesagt mit Frachtpapiere und keine Ahnung was. Okay, was haben wir denn hier? Ist nichts mit Frachtpapiere. Der weiß wieder nicht, wovon ich rede. Also der andere meinte, der hätte irgendwie drei neue Frachtpapiere und Schlüssel und weiß nicht, was er damit anfangen soll. Herrera, warum zur Hölle lässt du das nicht einfach mal in Ruhe passieren und holst mich davon nahezu aus dem Bett? Für so einen Blödsinn. Das war überhaupt nicht wichtig. Naja. Ich weiß nicht, der hat irgendwas gesagt. So, und ich dachte, wir gucken uns das mal an. Ja, aber doch nicht um die Uhrzeit und mit dem Anlass. Es ist 22.30 Uhr. 22.13 Uhr erstmal. Verdammt doch mal diese Sprache! Du bist eine verdammte Diva, wenn du müde bist. Ja, Pendejo. Und ich benutze das nicht als mein Freund. Schnall dich lieber an, mein Freund.
Ja, keine Ahnung, was der andere von mir wollte. Ich dachte, das wäre von Relevanz, wenn nicht, dann nicht. Ich hätte auch schon längst im Bett sein können, um den zweiten Teil von Smingus Dingus angucken. Na, die Pizza hast du ja schon aufgefuttert. Ja, zu Recht, ich hatte Hunger. Endlich bin ich zurück. Was, Smingus Dingus? Wie viele Kinder hatte Smingus Dingus eigentlich? Wie viele Kinder? Ja. Oh, keine Ahnung, müsste man so eine Boulevardzeit trifft, die befassen sich mit sowas, ja? 28 bestimmt. Wie kommst du auf 28? Weiß ich nicht, er sieht aus wie jemand, der 28 Kinder hat. Wie kommst du da drauf? Lass mich doch einfach eine persönliche Einschätzung machen. Ich mach die Abkürzung nur, weil du bist sehr müde. Normalerweise würde ich so nicht fahren. Mhm. Wenn wir angehalten werden wegen dir, wegen solchen Sachen, dann liefere ich dich aus. An die Polizei, dann sage ich, du bist es gewesen. Du warst der Fahrer. Du bist nicht der Erste, der mir damit droht, mich auszuliefern, ne? Das heißt, ich muss noch irgendwie mein Geld in Kolumbien kommen, ja? Aber wenn ich den Mord nicht erreiche, dann brauche ich einen anderen Anwalt, der sich darum kümmert. Ja. Verdammt, das heißt, da weißt du die ganze Mühe umsonst und jetzt liegt das Geld da auf irgendwelchen Konten in Kolumbien. Kennst du das? Wenn du jemanden siehst und du denkst, du kennst den, aber du bist dir nicht sicher? Ja, sie kenne ich. Hm. Sowas habe ich bei diesem Senior Sorka von dem Autohaus. Ja? Ja. Ich hatte also, das heute, weil ich ein Bild gesehen habe auf Wienert. Ich dachte, irgendwas sagt mir das. Wer denn? Das war so ein... Ach, wie heißt der? Kolowski oder so. Kolowski? Ja, ich wusste nicht, woher. Sagt mir nix. Ich verstehe mich mit diesem Sorka sehr gut. Und ich habe irgendwie, weißt du, kennst du, du lernst einen Mensch kennen und man versteht sich sofort so gut, dass man das Gefühl hat, man kennt sich seit 30 Jahren. Ja, der ist ja auch sehr nett. Wirklich sehr nett. Hat man leider vergessen, wo er herkommt. Das ist nicht bei Russland irgendwo. Kasachstan, glaube ich. Kasachstan. Oh. Also, man muss wirklich sagen, so schön die White Hills auch sind, ist es sehr gefährlich. Ja, wenn man mit 120 durch die Straßen fährt, dann ist es sehr gefährlich. Man merkt bei diesem Auto nicht, wie schnell man fährt. Natürlich merkt man das. Man wird durch die Gehkräfte in den Sitz gepresst. No, wie kann man das denn nicht merken? Ich versuche dich nur schnell ins Bett zu bringen, bevor du wirst noch unentspannter. Ich bin nicht unentspannt. Ich versuche, deine Widersprüche aufzuzeigen. Du bist super unentspannt, Manfredo. In keiner Form. Doch, wirklich. Du bist maximal unentspannt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dich schlummern lassen. Ich mach die Fußbodenheizung, sage ich an. Ich mach die Sitzheizung jetzt an. Auf deiner Seite. Wieso auf meiner Seite? Ey, ich will noch Kinder kriegen irgendwann. Mach das aus. Nein. Mach das aus. Ich mach das kocht an. Mir alles ab. Oh Gott, das kocht schon. Dafür sind sie bekannt. Sofortige Energie. Ich will irgendwann noch Kinder kriegen, ne? Doch. So, bis okay, Donnerstag, ne? Ja, schlaf gut. Ciao. Man soll unentspannt sein, wenn man nicht müde. Holt er mich ab, weil er denkt, er hat einen LKW bekommen, Alter. Halbe Speditionsfachmann, ey. Oh, ich hab nur einen LKW bekommen. Das ist ein MAN, der ist total toll. Solange das kein Scania ist, bist du eh nur Pleb. Maximal für einen Scania holst du mich aus dem Bett. Wenn der Scania da ist, dann sagst du mir Bescheid. Aber ansonsten doch nicht für... Was für DAF oder was? Was soll denn das?